Und wir rufen jetzt an, und zwar bei plants.com. Die sind übrigens... Aber jetzt schauen wir uns an, worauf es wirklich ankommt. Und zwar... Boom! Pflanzen. Nehme diese Pflanze, drücke ein bisschen auf den Topf herum und dann... Ja, vielen Dank für nichts. Das hat mich jetzt leider ein bisschen Geld gekostet. Leute, es hat gerade an der Tür geklingelt und ich bin mega aufgeregt, denn schaut mal hier, das hier ist ein Paket. Und hier sind mehrere Pflanzen drin, von klein bis groß. Und ihr könnt dabei sein, wenn ich das ganze Ding jetzt gleich auspacke. Aber noch viel cooler ist, dass wir dieses Format heute zum ersten Mal in den Start bringen. Und ihr könnt dabei sein. In Zukunft werde ich in regelmäßigen Abständen in verschiedenen Online-Shops bestellen. Und dann werden wir mal gucken, ob die ganzen Shopbetreiber auch wirklich so ein geiles Zeug verschicken, wie sie immer sagen. Und vor allen Dingen wissen die Shopbetreiber nicht, dass wir hier zusammen die ganzen Pflänzchen auch vor die Kamera bringen. Und wie gesagt, ihr könnt dabei sein, wenn ihr übrigens Bock habt, an diesem ganzen Ding hier teilzuhaben, dann packt mal unten in die Kommentare eure Shop-Empfehlung rein, denn dann werde ich in der nächsten Zeit dann vielleicht den einen oder anderen Online-Shop auch nochmal testen, den ihr mir empfohlen habt. Und jetzt würde ich sagen, lang genug geblabbelt. Wir checken, was hier in diesem Paket drin ist, ob die Versanddauer auch entsprechend eingehalten wurde, ob auch entsprechend das Verpackungsmaterial und die Dämmmaterialien und sowas wie ein Heatpack beispielsweise auch in einem guten Zustand sind. Und vor allen Dingen, was uns interessiert, ob die Pflanzen auch in einem guten Zustand sind. Und wenn da übrigens irgendwas nicht so dolle war, dann werden wir uns jetzt gleich den Hörer schnappen und den Online-Shop mal anrufen und die dann direkt mit dieser Thematik konfrontieren. Ihr könnt dabei sein, in Zukunft jetzt in regelmäßigen Abständen Shops testen, hier auf dem Kanal Potplanter. Und dazu würde ich sagen, lang genug gelabert, wir steigen jetzt direkt ein. Ich bin nämlich schon richtig hyped. Let's go! So Leute, inkognito, wir haben das Ding bestellt. Bestellung gleich übrigens jetzt sofort im Anschluss, weil wir wollen uns natürlich auch angucken, was wir bestellt haben. Dann sehen wir auch die Bilder und können dann direkt auch vergleichen, wie die Pflanzen jetzt tatsächlich hier angekommen sind. Und jetzt noch, bevor wir das machen, einmal unter das Video scrollen und dann mal den Abo-Knopf drücken. Das ist kostenlos, unterstützt mich dabei mit einem kostenlosen Abo und dann können wir solche Dinge in Zukunft öfter machen. Lang genug gelabert, wir gehen jetzt rein und schauen uns an, was wir bestellt haben und vor allen Dingen, wann wir bestellt haben und welcher Tag heute eigentlich ist, ob die Versanddauer auch entsprechend eingehalten wurde. Let's go! Aber das Bestellen der Pflanzen war nicht hier, sondern hier, liebe Leute, wir starten jetzt hier gemeinsam auf plants.com. Wie gesagt, plants.com weiß nicht, dass wir bestellen, beziehungsweise die wissen auch nicht, dass diese Pflanzen hier irgendwie auf einem YouTube-Kanal erscheinen. Und hier steht nochmal Versand in einem Werktag, das bedeutet, heute ist Sonntag, morgen ist das Ganze dann gepackt und dann sollten wir Dienstag die Pflanzen hier haben. Kostenloser Versand von einer Bestellung über 75 Euro, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ansonsten wird hier noch geworben mit der 30-Tage-Gesundheitsgarantie. Was bedeutet das, wenn wir die Pflanze bekommen und innerhalb von 30 Tagen die Pflanze dann kaputt gehen sollte und wir die nicht umgetopft haben, weil das ist strikte Voraussetzung, dann bekommen wir die Pflanze rückerstattet. Fotos etc. müssten da wahrscheinlich damit beigefügt werden, so steht es nämlich unten dabei, wenn wir die reklamieren, ist ja klar, sonst kann ja jeder kommen. Und ausgenommen sind, glaube ich, auch Babypflanzen, wenn ich das richtig gelesen habe. Wenn die kaputt gehen sollte, kriegen wir in 30 Tagen unser Geld zurück. Das Ganze gucken wir uns jetzt gleich aber an, weil wir werden auch definitiv Babypflanzen bestellen. Aber dazu schauen wir uns jetzt mal den Shop hier gemeinsam an. So, Querformat, wie gesagt, Plants oben drauf geklickt und wir gehen direkt rein. Zimmerpflanzen. Und wir klicken auf Entdecke alle Zimmerpflanzen. Und da gehen wir jetzt durch. Ich habe auch schon 5 Sachen in meinen Warenkorb gepackt, weil ich habe gerade so ein bisschen gestöbert und da schon mal was reingelegt. Aber wir gucken jetzt trotzdem mal durch. Also hier haben wir gerade Sale. 3,95 € eine Stingray. Und hier 7,95 € eine variegierte String of Hearts und eine Monstera Adonsoni in der Standardvariante für 5,45 € und so gucken wir uns das jetzt mal durch. Und wenn wir irgendwas finden, was richtig cool ist, dann legen wir es natürlich in den Warenkorb. Und ich möchte hier irgendwie kleine Pflanzen, aber auch große Pflanzen auf jeden Fall bestellen, um zu sehen, wie die hier auch entsprechend ankommen. Und wer weiß, vielleicht finden wir ja noch irgendwas Cooles, was wir hier anschließend auch noch verlosen können, sofern die Pflanze dann auch in einem guten Zustand hier ankommt. Viele Alokasien, da haben wir jetzt gerade nur nichts Besonderes, aber hier die Melanogrysum beispielsweise. Für 34,95 € ist so mittelgroß, ja, steht auch ein M und die sieht auf jeden Fall ganz gut aus.
Die geht auf jeden Fall schon mal in den Warenkorb, würde ich sagen, weil dann haben wir schon mal eine Pflanze, die ungefähr, ich schätze mal, diese Größe hat. Und das sehen wir ja, wenn die Pflanzen ankommen und wir die gemeinsam gleich dann auspacken werden. Die Baby Syngonium Mottled für 8,95 Euro, klicken wir auch mal rein. Und hier sehen wir eine Pflanze, die in der Größe S ausgezeichnet ist. Und die sieht schön aus. Also hier auf dem Bild mit drei Blättern, Neuaustrieb, ja klar, ist zwar nicht genau die Pflanze, die wir kriegen, aber ich denke mal, die wird so eine ähnliche Größe haben. Hoffentlich auch der Zustand, wie jetzt hier auf den Bildern zu erkennen ist, aber das sehen wir ja auch, wie gesagt, gleich. Die kommt auch mit in den Warenkorb. Eine Baby Bilite ist auch ganz schön, können wir auch mal kurz reinklicken, um uns das Ganze mal anzugucken, weil, ja, wie gesagt, Bilder sind nicht immer genau das, was die Pflanze beschreibt, die wir dann auch am Ende kriegen werden, aber genau das prüfen wir ja auch. Nee, komm, lassen wir mal raus. So, Accessoires. Und da finden wir Kerzen, Tischkerzen, Stempelkerzen, lustige Kerzen. Leute, total lustig. Ihr seht es ja gerade selber. Entschuldigung, 29,95 Euro, ne, so lustig ist es dann auch wieder nicht. Ja, Zimmerpflanzen. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier ein bisschen weiter durchscrollen. Jetzt zeige ich euch dann gleich im Anschluss den Warenkorb. Dann werden wir das Ganze bestellen und dann gucken wir mal, ob die Pflanzen A, wirklich innerhalb von einem Werktag da ist. Also wie gesagt, heute Sonntag, morgen Montag, da müssten sie rein theoretisch Dienstag ankommen. Dann packe ich dann natürlich ein Heatpack rein, aber dann sind wir gleich in der Bestellung. Und ansonsten bin ich mal gespannt, wenn da eine Pflanze bei ist, die wirklich aussieht, dann wie sich der Kundensupport da verhält. Ich hoffe natürlich, dass es alles gut und alles schön und wir sind alle glücklich. Versanddauer, wie das ganze Paket gepackt ist und ob alle Pflanzen auch entsprechend gut aussehen. So, jetzt würde ich sagen, ich fummel mich da durch und ihr guckt mit mir gleich zusammen den Warenkorb an. 6.5 hours later. Es wird draußen immer dunkler. Wie gesagt, Sonntag heute, das ist der kälteste Tag im Jahr bis jetzt aktuell. Ich glaube, wir hatten über Nacht minus 4 Grad. Jetzt über den Tag haben wir wieder 5 Grad und es ist einfach komplett dunkel draußen. Deswegen hoffe ich, dass die Lichtstärke hier drin gerade reicht. Aber nichtsdestotrotz geben wir jetzt Vollgas und gucken den Warenkorb an. Also, ich habe hier einmal den McDowell drin. Philodendron McDowell, der kostet 84,95 Euro. Gucken wir uns mal eben an, wie die aussieht. Ich denke, da wird der ein oder andere von euch das Gleiche sagen. Also finde ich ihn richtig schön. Die werde ich übrigens verlosen, weil ich da keine Verwendung für habe. Das ist übrigens eine Pflanze in der Größe L. Und guckt mal bitte, wie schön die wird. Also die Leute von euch, die sie noch nicht auf dem Schirm hattet, guckt euch das mal an hier. So schön kann eine Pflanze sein. Und die packen wir auf jeden Fall mit rein. Wie gesagt, 84 Euro kostet die in der Größe L. Und dann sind wir mal alle gespannt, wie die tatsächlich jetzt am Ende aussieht. Ach so, übrigens, die könnt ihr gleich gewinnen. Muss ich mal gucken, irgendwann gleich geht es hier los. Und dann sage ich, was ihr dafür tun müsst, um diese Pflanze hier im Rahmen eines kleinen Giveaways euer eigen nennen zu dürfen. Darunter haben wir die Syngonium Mottled. Die haben wir ja gerade gezeigt. Die bestelle ich übrigens in zweifacher Ausführung, weil ich habe ja noch ein Projekt vor. Und zwar möchte ich einen neuen Dünger testen. Habt ihr ja alle gesehen auf der Botanica in dem Video, und zwar der von der Firma Fabio. Fabio ist ja ein ganz neues Ding, was auf dem Markt ist, und da die Dünger ja relativ gefragt sind, aber auch vom Preis her ein bisschen mehr kosten, schauen wir uns dann mal genau an, wie da so die Pflanze drauf reagiert. Dazu nehme ich dann einmal die Syngonium Mottled 1. Die wird dann mit dem Fabio-Dünger gedüngt. Und die Motte 2, die nehmen wir. Und die düngen wir dann mit einem anderen Dünger. Und dann gucken wir uns mal nach ein paar Wochen oder Monaten mal genau an, welche Unterschiede diese beiden Pflanzen dann haben. Und vielleicht ist der Fabio-Dünger wirklich richtig gut. Und die Pflanze mit dem Fabio-Dünger, die sieht viel, viel besser aus. Aber das schauen wir uns dann an. Und ansonsten habe ich mir hier noch den Melanocrysum mit reingepackt, der ja, wie gerade schon beschrieben, eine schöne Größe hat, zumindest hier auf den Bildern, mit 2 bis 3 Blättern und die Blätter wirklich so 2 Hände voll groß. Und darunter noch eine Juwelorchidee, weil das wird nämlich ein Geschenk für meine Nachbarn, die sind nämlich Orchideenfans. Und die packe ich jetzt auch mit rein. Scrollen einmal bis nach unten, dann kann man noch einen Bestellhinweis hinzufügen. Und ich schreibe da natürlich nichts rein, weil ich ja nicht will, dass die wissen, dass wir das Ganze hier zusammen machen. Und das ist so ein bisschen, ich sag mal, inkognito, Leute. Und ansonsten, das Häkchen bei Heatpack, 1,60 Euro, selbst wenn das Ding dann 5 Euro kostet, würde ich hier auf jeden Fall ein Häkchen machen, weil, wie eben angesprochen, draußen ist es kalt und deswegen machen wir da kein Hexenwerk raus. Und jetzt mache ich die ganze Bestellung fertig, ohne euch, und wir sehen uns jetzt wieder, wenn es klingelt und es heißt auspacken!
Und es hat tatsächlich geklingelt. Und zwar hier, Dienstag, Tuesday. Wir haben 14.15 Uhr, um 13.30 Uhr wurden die etwa hier abgeliefert. Und das ist gut, denn Plants hat es geschafft, tatsächlich das so wie angekündigt dann auch entsprechend hier abzuliefern. 10 von 10 Punkte. Besser geht's halt nicht. Aber jetzt schauen wir uns an, worauf es wirklich ankommt. Und zwar, boom! Pflanzen. Und dazu packe ich das ganze Ding jetzt aus. So, ich stelle es mal eben hier hin. Oh, ich brauche gar keine Schere, fällt mir gerade auf. Denn hier sind so tolle Dinger drin, womit man einfach aufmachen kann. Das ist ja schon mal cool. Das ist jetzt wie so ein kleiner Schrank, den ich öffnen kann. So, und ihr könnt schon mal reingucken. Da ist unsere Pflanze Nummer 1. Und wie gesagt, die war ja in der Größe, ich glaube, L angegeben. Und die holen wir jetzt mal hier nach und nach raus. Ah, guck mal, dann kann man das wahrscheinlich hier im Ganzen einmal vorsichtig rausziehen und dann hier hinstellen. Die popeln wir jetzt erstmal hier zusammen raus. Ah, hier ist übrigens noch der Teatpack und es ist sogar warm. Ohne Witz, Leute, ich meine, das seht ihr jetzt gerade nicht, aber wir machen hier eine gute und neutrale und vor allen Dingen objektive Bestandsaufnahme und bewerten das objektiv und das Ding ist warm. Könnt ihr mir glauben, wie es ist? Das ist natürlich gut. Hier oben drauf ist eine Sollbruchstelle, also so mehrere Ringe nebeneinander. Und da kann man dann ganz gut drauf erkennen, hier glaube ich, dass man das hier einfach einreißen kann, wie man hier sieht. Einmal hier so. So. Das klappt ehrlich gesagt schon mal gut. Jetzt müssten wir nur mal schauen, ob wir die Pflanze noch hier so easy rauskriegen. Ja, hat gut geklappt. Pflanze Nummer 1. Ey, das ist gut gemacht. Also, bis hier schon mal versandt. 10 von 10 Punkte, meiner Meinung nach. Da. Coole Nummer. So, dann kann man das schon mal wegpacken. Das kann man nicht hinstellen. So, das kommt dann jetzt erstmal beiseite. Okay, ihr seht mich jetzt gerade nicht. Ich werde jetzt den Tisch erstmal so ein bisschen freiräumen. Und dann gucken wir uns die Pflanzen nach und nach an. Hier sind die Babypflanzen, mit denen fangen wir jetzt an. Aber damit wir es schon mal so ein bisschen sehen, hier, das ist so die Pflanze, bei der ich gedacht habe, ja, die zu versenden, das ist halt immer schwierig. Ne, Orchideen, das ist hier die Juwel-Orchidee, die wir vorhin gesehen haben. Und hier seht ihr selber, die sieht gut aus. Also in den meisten Gartencentern sehen die halt echt anders aus. Substrat ist meiner Meinung nach ein bisschen zu feucht. Das halten wir fest bei der Orchidee. Und bei der Syngonie hier, das ist ja zweimal die Syngonie mottelt, sieht auch tatsächlich ähnlich aus wie im entsprechenden Vorschaubild. Ich glaube, die hatte da 3 Blätter und einen Neuaustrieb. Und hier sieht man, die hat auch einen Neuaustrieb. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen dunkel hier auf der kleinen Kamera, aber ihr seht es, glaube ich, so einigermaßen. Und hier auch ein Neuaustrieb. Ne? Rollt sich nur gerade schon aus. Und gefällt mir gut. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber das hier ist auf jeden Fall schon mal eine gute Punktzahl. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt nochmal die anderen beiden Pflanzen an. Das ist die Pflanze, die ich eigentlich gar nicht brauche, aber wo ich mir gedacht habe, wir wollen halt auch eine Pflanze bestellen, die ein bisschen größer ist. Ne? Wenn ihr da draußen eine Pflanze bestellen wollt, die größer ist, dann wisst ihr, es funktioniert dann oder es funktioniert dann weniger gut. Wenn ihr bei Plants bestellt, gucken wir uns jetzt mal an. Okay, ich habe sie entsprechend aus der Verpackung geholt. Und da ist das schöne Stück. Also relativ groß, wie man sieht, hier so ein Blatt. Das ist jetzt hier das neueste, glaube ich. Ja, und das ist auch wirklich am größten und wirklich echt ein schönes Ding. Und wenn man mal genau hinguckt, sieht man hier unten auch noch einen Neuaustrieb. Und den schauen wir uns natürlich auch mal an, weil das ist ein bisschen feucht. Ja, das kann man so wegreißen. Okay, aber hier scheint wohl erstmal alles gut zu sein. Substratfeuchtigkeit, ja, ist feucht. Also für die aktuelle Jahreszeit, wir haben Winter, es ist kalt draußen, habe ich jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, würde ich persönlich das Substrat vor dem Versand jetzt nicht so viel gießen, weil feuchte Erde natürlich nochmal viel, viel schneller kalte Temperaturen aufnehmen kann und das schadet natürlich dann der Pflanze. Aber hier sieht erstmal alles gut aus. Die dürfen wir jetzt aber nicht umtopfen. Hier müssen wir halt gucken, dass es möglichst schnell abtrocknet, das Ganze, weil es, wie gesagt, ein bisschen feucht. Wenn wir die umtopfen würden, dann hätten wir halt kein Widerrufsrecht mehr und hätten dann keine Chance mehr, hier irgendwas zu beanstanden. So steht es zumindest online auf plants.com. Ob das dann wirklich so ist, weiß ich nicht, weil ich habe mir sagen lassen, dass der Kundenservice wohl recht gut sein soll. Okay, jetzt gucken wir uns noch die andere Pflanze an.
Mein Gott, der Tisch sieht wieder aus wie Hulle. Und so sieht das aus. Ich mache das Ganze jetzt mal auf. Zack. Weg mit dem Ding. Und da ist unsere Pflanze. So, das Ganze packen wir hier auch mal aus. Ja, viel Erde. Ich muss hier gleich erstmal ein bisschen fegen. Und hier Substrat wieder meiner Meinung nach zu feucht. Nehme diese Pflanze, drücke ein bisschen auf den Topf herum und dann... Das ist wirklich sehr, sehr nass. Vielleicht ist ja euer Substrat dann nicht so nass. In meinem Fall war es jetzt ein bisschen nasser, werde ich gleich umtopfen. Aber jetzt geht es erstmal zum Resümee und da habe ich noch was zu sagen. So, der Tisch sieht immer noch aus wie Sau. Ich habe mein Handy aber in der Hand und wir rufen jetzt an. Und zwar bei plants.com. Die sind übrigens... Firmensitz von Plants ist scheinbar in Holland. Deswegen kostet mich der Anruf jetzt ein bisschen mehr. Ich hoffe aber, Hauptsache, wir kriegen jemanden dran. Unfortunately, the number you dialed is only used for WhatsApp. Please send a WhatsApp message to this number instead and we will get back to you as soon as we can. Ja, vielen Dank für nix. Das hat mich jetzt leider ein bisschen Geld gekostet. Diese Nummer, die ich gerade gewählt habe, habt ihr selber gehört, die ist nur für WhatsApp verfügbar. Wir gehen jetzt hier zusammen auf mein Handy und zwar habe ich hier oben, wie gesagt, geschrieben, dass die Pflanzen viel zu feucht sind, meine Ordernummer nochmal angegeben und dann wurde mir auch dann jetzt innerhalb von 5 Minuten geantwortet, dass ich die natürlich umtopfen kann, sofern das Substrat auch entsprechend zu feucht ist. Ich soll halt nur vorsichtig sein und sofern ich denn weitere Schäden erkennen sollte, dann soll ich denen das mitteilen. Und wenn noch irgendwelche Fragen offen sein sollten meinerseits, könnte ich die jederzeit kontaktieren. Und da habe ich jetzt noch mal was zu geschrieben. Und zwar möchte ich natürlich jetzt auch wissen, wenn ich die Pflanzen umtopfe, ob ich dann auch weiterhin meine Garantie habe von 30 Tagen. Und da warten wir jetzt noch mal kurz auf die Nachricht. Und wenn das der Fall ist, dann muss ich sagen, Service 10 von 10. Wir haben zwischenzeitlich eine Nachricht bekommen, vorher aber noch mal. Für euch die Kenntnis, das Gewinnspiel. Wenn du da draußen Bock hast auf diese geile Pflanze und die ist wirklich noch klein, weil die wird richtig schön buschig, die kriecht und kriegt diese riesen Blätter mit diesen richtig schönen Maserungen, wie ihr ja vorhin auch auf dem Bild im Online-Shop gesehen habt. Wenn ihr die bekommen wollt, helft mir hier auf dem Kanal, schenkt mir auch gerne ein Abo, aber viel wichtiger, geht in die Kommentare und schreibt mir, ob ihr schon mal Erfahrungen hattet, vor allen Dingen schlechte Erfahrungen mit irgendeinem Online-Shop, ob jemand besonders gut ist. Empfehlt mir ein paar Online-Shops, die ich für euch testen kann und dann werden wir das in Zukunft machen. Wie gesagt, in regelmäßigen Abständen werden wir das zusammen machen und Plants schreibt weiter fröhlich Nachrichten. Und das Gewinnspiel geht übrigens so lang könnt ihr hier jetzt dran teilnehmen und alles weitere zum Gewinnspiel findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und um jetzt nochmal den Service wirklich komplett zu bewerten, schauen wir uns an, was geschrieben wurde. Und zwar, die haben mir geantwortet, das ist schon mal richtig gut. Alles, wie gesagt, immer auch relativ schnell, immer so im Bereich von 5 Minuten. Und da wurde mir jetzt ganz klar gesagt, jo, du bekommst das ganze Ding per E-Mail, was schon mal sehr gut ist. Habe ich auch bekommen, kann ich euch gleich auch nochmal einen Screenshot einblenden, so dass ich jetzt auch nachweisen kann, ey Leute, die Pflanze ist jetzt doch kaputt gegangen, ich habe sie umtopfen müssen und ich habe hier die Bestätigung, die durfte ich umtopfen. Super, ich wollte jetzt noch gerne mit den Leuten telefonieren, das Ganze geht aber wahrscheinlich gar nicht, weil die diesen Service einfach nicht anbieten. Jetzt, liebe Leute, guckt euch mal dieses Video an, denn dieses Video finde ich nochmal ganz cool, haben nicht so viele Leute gesehen und vor allem guckt euch mal hier unten dieses Video an.